B5 aktuell hat jeden Tag über 600.000 Hörer. Also die nutzen dieses Produkt. Das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt. Und ein zweiter Punkt ist, es gibt ja Lebenssituationen, da nimmt man Informationen am besten über die Ohren auf, weil man sie über die Augen zum Beispiel nicht aufnehmen kann. Ich denke ans Autofahren, ich denke ans Rasieren morgens. Da gibt es Situationen, wo ich mitkriege, was mich interessiert, wenn ich mich darauf verlasse, dass es mir jemand erzählt. Und das soll das Informationsradio tun. Ja, wir müssen uns ändern. Wir ändern uns ja auch permanent in kleinen Schritten. Aber ein großer Schritt wird sein, wir müssen unsere Inhalte für unser Publikum über die Programme hinaus zugänglich machen, sodass jeder, der sich für unsere Inhalte interessiert, diese Inhalte dann nutzen kann, wenn er es will. Also Radio on Demand ist der englische Ausdruck dafür. Was ich mir wünsche, ist, dass wir im Netz so etwas haben wie ein B5 Aktuell-Archiv, was man durchsuchen kann auf der Zeitachse, genauso wie nach Themen. Das würde ich mir wünschen, dass wir vorhalten für 7 Tage, für 14 Tage, dass einer sagt, mich interessiert besonders die Wirtschaftsberichterstattung. Dann geht er hin und sagt, B5 Wirtschaft vom 23. April bis zum 25. April. Und dann kriegt er alle Segmente B5 Wirtschaft aus diesem Zeitraum. So stelle ich es mir intelligent aufgeschlüsselt vor. Ich glaube, die Produktion, also wie wir unsere Inhalte gestalten, die müssen wir immer in erster Linie am analogen Radioprogramm ausrichten. Denn das ist unser Premium-Produkt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir Informationen über die Ohren, für die Ohren produzieren. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir im Netz mit Audio nicht das am stärksten nachgefragte Produkt haben. Was ich aber nicht glaube, ist den Satz, den man so häufig hört, Audio funktioniert nicht. Ich glaube, wenn wir Audio im Netz so zur Verfügung stellen, dass man kurz wie ein Beweisstück etwas hören kann, dass man Originaltöne hören kann, dann glaube ich, hat auch Audio im Netz seinen Platz. Ich glaube nicht daran, dass man sich im Netz bei einem Informationsportal eine 3-Minuten-Reportage oder eine 5-Minuten-Hintergrundgeschichte anhört. Da habe ich meine Zweifel, ob das funktioniert. Aber die Audiosplitter, um es ein bisschen platt zu sagen, die glaube ich haben schon einen Platz in dem Angebot, das man im Netz macht. Ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig. Wir liefern Inhalte. Wir haben eine ganze Menge Inhalt, den BR24 jederzeit abgreifen kann. Die Schwierigkeit ist, wie sehr müssen wir den Inhalt, den wir haben, auf die Bedürfnisse von BR24 umwandeln. Und da, glaube ich, ist die größere Kompetenz bei den Kolleginnen und Kollegen von BR24 und die geringere bei uns. Also, wir stellen alles zur Verfügung, was wir an Informationen haben, in allen unterschiedlichen Darstellungsformen. Und das ist ein riesengroßer Steinbruch, den BR24 für seine Zwecke nutzen kann. Schwierig wird es immer dann, wenn das Radioprogramm auch noch die Steinquader aus dem Steinbruch so behauen muss, dass sie genau in die App passen. Da verstehen die App-Leute mehr davon. Wir merken in Details schon eine Veränderung. Zum Beispiel, wir müssen uns viel mehr, also viel umfangreicher der Kritik stellen. Wir müssen uns viel mehr den Nachfragen stellen. Warum habt ihr über ein Ereignis nicht berichtet? Warum habt ihr ein Ereignis besonders ausführlich dargestellt? Also diese Nachfragen, die sind deutlich mehr geworden. Ich glaube aber immer noch, dass es wichtig ist, dass B5 aktuell für die Nutzer, in diesem Fall für die Hörer, eine Marke ist, die für die Qualität und die Seriosität steht. Ich glaube, das ist ein Stück weit eine Imagefrage. Wir werden jetzt dann 25 Jahre alt als erster Nachrichtensender in deutscher Sprache und ich glaube, dass man das Etikett hohe Kompetenz, hohe Glaubwürdigkeit dieser Marke nach wie vor zubilligt. Da ist eine Konstante da, die wir uns immer wieder erarbeiten müssen. Jeder Fehler ist ein Fehler zu viel. Wenn wir einen machen, müssen wir ihn zugeben. Und wir müssen halt schauen, dass es möglichst wenig sind. Das Allerhäufigste ist der Mailwechsel. Das hat am stärksten zugenommen. Die Briefwechsel sind wenig geworden, aber das ist nur eine andere Art, miteinander zu kommunizieren. Man schreibt halt leichter eine Mail, als man einen Brief schreibt. Das direkte Gespräch ist nach wie vor wichtig, aber alles, was über die sozialen Medien läuft, wird noch weiter zunehmen und noch weiter bedeutsam sein. Ich glaube, dem müssen wir uns stellen und dem müssen wir uns öffnen.